der Katharinasaal auf der Schlossdomäne in Wolmirstedt. Traditionsreicher Ort für den Neujahrsempfang der Stadt. Die und das hat ebenfalls Tradition, mit dem relativ späten Termin die Runde der Neujahrsempfänge abschließt. Die Vertreter der Stadtverwaltung begrüßten die Gäste, die wie immer zahlreich gekommen waren und fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens abdecken. Der Vorsitzende des Stadtrates, Kurt Prilloff, begrüßte die Anwesenden und würdigte das Ehrenamt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Stadt lebt nicht nur von ihren Bauwerken und Häusern, den Straßen und den Institutionen, sondern immer vom Engagement der Bürger. Ich bin deshalb sehr erfreut, dass wir in unserer Stadt Menschen haben, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in unserer Stadt einbringen. Das ist ein hohes Gut, was wir uns erhalten sollten. Ich bin auch stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir ein gutes kommunalpolitisches Klima haben, in dem die Probleme andiskutiert, angesprochen werden und sachlich auch schwierige Entscheidungen zur Abstimmung kommen. Bürgermeisterin Marlies Kassun, erst seit September im Amt, hielt ihre Ansprache weitgehend sehr persönlich. Für den Rest des Jahres wünsche ich uns allen eine gesunde und glückliche Lebenszeit. Was auch immer Sie unternehmen, im Beruf, in der Freizeit, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Wo auch immer Sie sein werden, auf dieser wunderbaren Welt, ich wünsche Ihnen Wohlbehagen. Was auch immer passiert, ich wünsche Ihnen von Herzen viel Glück. Als Zugabe wünsche ich für alle mehr Wir-Gefühl, aktives Mitmachen, im Umgang miteinander Respekt und Toleranz. Nicht ohne auch auf Aufgaben einzugehen, die im kommenden Jahr zu lösen sind. Die perspektivische Entwicklung des ehemaligen Krankenhausgeländes, die Planung der Personenunterführung und des Bahnhofsumfeldes, die Raumsituation in der Gemeinschaftsschule Johannes Gutenberg, der bauliche Zustand der Feuerwehrgerätehäuser in Faslim und Blindenberg, die Sanierung des Teiches in Mose und die Frage, wo ist der beste Standort für ein zeitgemäßes Stadion in unserer Stadt? In diesem Jahr hatte man mit Dr. Roger Stöcker einen kompetenten Redner zum Thema Europa eingeladen. Der promovierte Politikwissenschaftler ist Lehrbeauftragter an der Otto-von-Guericke-Universität und Gastdozent an der University of Miami. Er skizzierte in seinem Vortrag die Vorteile einer starken europäischen Gemeinschaft. Natürlich, die Lösung kann am Ende des Tages nicht sein, in nationale Egoismen zu verfallen. Das würde die Europäische Union weiter auseinandertreiben. Das würde die Europäische Union im Gleichgewicht der Mächte, die wir natürlich mit den USA, mit Russland, mit China haben, deutlich schwächen. Das bedeutet, mit einer möglichst hohen Wahlbeteiligung sollte man das Europäische Parlament in jedem Fall stärken. Nein, also in den letzten Jahren haben wir eins gelernt, Wahlbeteiligung heißt nicht gleich, dass man die politische Mitte stärkt. Gerade hier in Sachsen-Anhalt weiß man ganz gut, dass eine hohe Wahlbeteiligung wie bei der letzten Landtagswahl auch den Rand stärken kann. Zum Schluss der Veranstaltung zwei goldene Stadttaler. Den einen für Petra Schulze, für ihr Engagement, Mitbürger zu mehr sportlichen Aktivitäten zu bewegen. Und der andere für Hilde Bergmann, die die Wolmirstädter Strickomis initiiert und jahrelang betreut hat. Der Neujahrsempfang der Stadt Wolmirstedt ist ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis und wird es auch in Zukunft bleiben. Applaus